Die erste Etappe ist geschafft. Knapp 5 Monate hat die Initiative Ratentscheid Bayern Unterschriften, unter anderem auch in München, gesammelt und heute abgegeben. Sie fordern ein neues Ratgesetz. Wir sehen ja mit dem Ergebnis, dass es auch wirklich auf große Resonanz stößt und dass die Leute einfach wollen, dass sich auch verkehrspolitisch beim Fahrrad in Bayern was tut, und zwar verbindlich und nicht einfach so Larifari, wie das die Staatsregierung bisher tut. Die Initiative hat in Bayern rund 100.000 Unterschriften gesammelt. In München sind es alleine 16.000. Das sind insgesamt 4-mal mehr Unterschriften als überhaupt nötig, um ein Volksbegehren zu veranlassen. Wir in München hoffen ja, dass wir mit Radschnellwegen quasi den einen oder anderen Autofahrer dazu bringen, künftig, wenn er das körperlich in der Lage ist oder Radlerin, das Auto stehen zu lassen und mit dem Fahrrad nach München zu fahren. Das funktioniert natürlich umso besser, nachdem wir 450.000 Einpendlerinnen und Einpendler jeden Tag haben, wenn sich davon Hunderte oder Tausende auf einem sicheren Radlweg Richtung München auf den Weg machen. Und deswegen bin ich dabei gewesen, das zu unterschreiben. Die Initiative Ratentscheid Bayern kritisiert, dass an mehr als der Hälfte der Straßen in Bayern Fahrradwege fehlen. Außerdem fordern sie breite und gut ausgebaute Fahrradstreifen. Ich möchte, dass meine Kinder in einem Land aufwachsen, in dem sie mit dem Rad Orte erreichen können, in dem sie auch über die Grenzen der Stadt hinaus, auch in anderen Staatsbezirken, auch in Unterfranken oder in Schwaben mit dem Rad gut und komfortabel unterwegs sein können. Die Unterschriften gehen auf direkten Weg ins Innenministerium, um ihre Gültigkeit zu prüfen. Die erste Möglichkeit wäre, die Zulässigkeit unseres Gesetzentwurfs anzuzweifeln. Und die zweite Möglichkeit wäre, das eigentliche Volksbegehren zu starten. Das heißt, die Staatsregierung legt fest, in welchen 14 Tagen mindestens 1 Million Menschen nochmal aufs Rathaus gehen müssen und dort eventuell nochmal unterschreiben müssen. Und die dritte Möglichkeit wäre einfach, unseren Gesetzentwurf zu übernehmen. Die Initiatoren rechnen im Frühjahr 2023 mit einem Termin für das Volksbegehren.